Hallo zusammen, salve a tutti. Ich war beim Friseur, also kann ich mich auch mal wieder zeigen. Nächste Woche ist die Invest und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und viele von euch werden da hingehen. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Hier ist das Ding. Also ich werde am Freitag, ist das hier, um 10 Uhr bis 11 Uhr eine Geschichte machen, zusammen mit dem Matthias Hüppe von der HSBC, dem Michael Proffe und dem Lars Erichsen. Sowas ähnliches hatten wir letztes Jahr schon, da waren wir, glaube ich, zwei Personen mehr. Aber da bin ich und danach, also nach 11, tingle ich zwischen Goldman Sachs, Trader Fox, der UBS und der GetEx hin und her. Zumindest mal den kompletten Freitag. Und dann müssen wir mal schauen, wer mich da sieht. Ihr könnt mich gerne ansprechen, ist überhaupt kein Problem. Das nächste ist dieses hier. Das ist am 29. April. Das ist ein Webinar, was ich halte mit beifinanzen.net. Da geht es um die Korrekturgefahr oder weitere Kurschancen vom Standard Poor's 500 im Sog der großen 10. Das wird mal so also eine Gegenüberstellung von den großen 10 Aktien, die zusammen 33% ausmachen. Den Link zu diesem Webinar, den stelle ich unter YouTube rein, den Anmelde-Link. Ist natürlich kostenfrei, klar. Ne? Dauert ungefähr eine Stunde und wird sein, ich meine, ja genau, hier steht es auch, um 18 Uhr ist das. Dann, wir haben hier hektische Zeiten. Ich habe mir das hier ausgeliehen von meinem sehr geschätzten Kollegen, dem Martin Naik. Der hat es rüber geschrieben. Netflix war gestern. Ja, und nur ein Wort dazu. Netflix hat unfassbare Zahlen. Also das ist, die haben die Analystenschätzung bei weitem übertroffen. Und sie machen das, was ich kaufmännische Sorgfalt nenne. Die sagen einfach, ey, das kann nicht immer so weitergehen. Und daraufhin werden sie heute, was verlieren sie? 8%. Also, das ist wieder für mich so ein Zeichen, dass ein Großteil dieser Bewegung, wir sehen es heute auch an Super Micro, die haben nichts anderes gemacht, als dass sie gesagt haben, wir bringen die Zahlen am 30. April und geben keinen Forecast vorher ab. Das ist alles. Und daraufhin verlieren die 18%. Ist schon merkwürdig. Ja. Ich bin der Meinung, dass viel der Bewegung, nicht nur im Standard Poor's 500, steht so auf tönernen Füßen. Aber hier habt ihr jetzt die Termine. Tesla kommt nächste Woche und die will momentan auch nicht wirklich so eine haben. Heute gehen sie mal ein bisschen besser, sind bei 150 Dollar, aber das war es auch. Also macht euch einen Screenshot, da kommen eine ganze Menge Zahlen auf uns zu. Und in diesem Webinar schnappe ich mir von den 10 Großen, weil so viel Zeit habe ich auch nicht, mal 5. Ich weiß aber noch nicht welche. Muss ich gucken. So, und jetzt gehen wir zum Freund der DAX. Kanal, 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 das habe ich geschrieben. Und es ist so, wir sind weiterhin im Kanal. Das hier sind die Fibos von der, nur mal um das aufzuklären, hier von dem, wo ist jetzt mein Fadenkreuz, von dem 17.01. Das sind die Fibos. Und wir sind weiterhin in dem Kanal. Heute hat das Tief war bei 17.631 Xetra-mäßig. Heute hat das untere Band gehalten und wir sind wieder deutlich drüber. Im Moment handeln wir bei 17.738. Wir sind weiterhin genau in diesem Kanal. Das 38er hat genau genommen, wenn jetzt der Schlusskurs so werden wird, wir haben 17.27 Uhr und da gehe ich mal von aus, hat nochmal gehalten. Es wurde unterboten, hat aber gehalten. Ich orientiere mich aber jetzt nicht nur an dem, ich habe hier so viele Sachen, an denen ich mich orientieren kann. Das untere Band, die untere Kante. Und die liegt für Montag, die untere Kante, bei rund 17.500. Das ist in etwa das 50er Retracement von dieser eben gezeigten Bewegung. Der obere Teil liegt bei 17.776 am Montag. Also das sind für mich die Punkte. Wenn ich hier auf die Technik schaue, hole ich mal das MACD ein bisschen weiter hoch. Es stabilisiert sich ein wenig, ja, aber es ist kein Kaufsignal. Die Stochastik, der Oszillator, gibt auch noch kein Kaufsignal, aber es ist verführerisch tief. Nur, und jetzt mache ich das mal zurück, warum soll die nicht hier unten im überverkauften Bereich auch noch ein paar Tage weitergehen, so wie wir es hier im überkauften Bereich hatten? Also ich möchte es mal so formulieren. Ich finde den Markt erstaunlich gut für das, was hier momentan passiert. Auch wenn wir jetzt schon ganz grob, was haben wir denn verloren? Naja, 700 Punkte verloren haben. Finde ich den erstaunlich gut. Ich gehe ihn aber trotzdem nicht long. Gerade nicht vom Wochenende. Ich finde das sehr, das Wochenende ist lang. Da kann viel passieren. Und wenn man heute Morgen reinkam, angeblich war der DAX mal bei 17.400 heute Nacht. Ja, ich gebe da nicht so viel drauf. Ich will das sehen, was während des Tages ist. Ich
bin nicht darauf eingestellt, dass wir jetzt hier so wahnsinnig viel verlieren werden. Aber ich muss eins ganz klar sagen, die Technik ist in so einem politischen Umfeld völlig sekundär. Das kann innerhalb von 5 Minuten aufgrund irgendeiner Nachricht, die auf Bloomberg, Reuters, NTV erscheint, mit irgendetwas völlig umdrehen. Das heißt, ich verlasse mich hier momentan nicht auf die Technik. Deswegen ist für mich dieser Bereich hier um die 17.500, der wurde oftmals vom Chart bestätigt, also oftmals, der wurde viermal vom Chart bestätigt, das ist eine gute Marke. Chart in Verbindung mit dem 50er und am Montag mit der unteren Kanalgrenze. Das ist für mich wichtiger. Ob jetzt hier irgendwas überkauft, überverkauft oder sonst was ist, ganz ehrlich, das ist eigentlich sekundär. Ich schaue da nicht so drauf. Ich habe, wo habe ich denn die Scheine? Es sind die gleichen Scheine wie am Mittwoch. Ich habe die nicht geändert und erstaunlicherweise gegenüber Mittwoch sind die auch völlig unverändert, die Hebel. Ich werde auch das Wochenende eine Mini-Mini-Mini-Mini-Position nehmen, wenn überhaupt. Ich habe neu gekauft PayPal, ich habe dazu gekauft Mercedes-Benz, aber wirklich Kleinstpositionen. Und ich habe noch ein paar Kering mit dazu genommen, aber das war's. Ich möchte hier klein bleiben. Ich möchte völlig unvoreingenommen hier Montag wieder reinkommen und dann schauen, was sich übers Wochenende getan hat. Da kann alles Mögliche passieren und das sind blöde Zeiten. Vom Chart, wie gesagt, sind wir in diesem Kanal drinne und je nachdem, wo wir ausbrechen, kann dann die weiteren 300, 400 Punkte auch nach oben, sowohl auch nach oben als auch nach unten passieren. Nach oben sollten wir das brechen. Habe ich einen fetten Widerstand bei der 18.000 heute, 136. Das wird am Montag ein bisschen kippen. Da sind wir wahrscheinlich bei 18.125 ungefähr mit der 20-Tage-Linie. Die Bänder gehen zwar leicht auf, aber das ist für mich jetzt nicht wirklich relevant. Also ich passe da auf. Ich bin klein. Hier ist Geld sichern oder Vermögen sichern ist wichtiger als irgendwo hier wild reinzuzocken. Sonst könnte er nämlich so schief liegen, wie es manchmal geht, wie zum Beispiel ein Supermicro. Auf einmal knallen die dann halt jetzt im Moment 17,5% runter. Das ist schon einfach heftig. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Invest. Ich werde am Mittwoch noch einen Film machen, am Freitag natürlich keinen, weil da die Invest ist. Aber dann hoffe ich das doch, dass ich das am Sonntagabend hinkriege. In diesem Sinne, alles Gute, happy trading und fette Beute. Ciao, ciao.